Hallo, hier ist Patrick Lindner. Jetzt gibt's eine neue Folge der Schlager-News hier auf Gute Laune TV. Ja, liebe Zuschauer, es ist wieder Zeit für eine neue Schlager-News-Ausgabe und hierzu heiße ich Sie ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie sind bereit, denn jetzt starten wir gleich mal mit unserer Quizfrage der Woche. Wen bezeichnete die Sängerin Michelle in einem Lied als Idiot? Ich weiß ja nicht, ob Sie sich darauf jetzt einen Reim machen können. Und ich gebe ehrlich zu, es ist ein wenig knifflig dieses Mal. Aber bitte warten Sie bis zum Ende, denn dann gibt es die Auflösung dieser Quizfrage. Wir kommen zu unseren Themen der Woche. Im Interview haben wir die zwei Jungs von Neon. Unsere CD der Woche kommt dieses Mal von Laura Wilde, denn sie sagt uns, es ist nie zu spät. Natürlich gibt's auch wieder den Klatsch und Tratsch mit einem neuen Schlagerazzi, präsentiert von schlager.de. Und unser Clip der Woche kommt dieses Mal von Alexander Knappe. Du. Du weißt, dass ich dich liebe, ohne Scheiß, unsere Zeit tickt. Ich will, dass du weißt, ich würd dir folgen, egal wohin. Komm, geh mit mir durch dick und dünn, ob mit Schwarz-Weiß, ohne Farben. Ich würd dich auch fünfmal um die Welt tragen. Komm, hör mir zu, komm, hör mir zu. In meinem Kopf bist nur noch du. Eine wunderschöne Ballade, die ans Herz geht. Du, die neue Single von Alexander Knappe, das ist unser Clip der Woche. Ausgekoppelt ist Du aus seinem aktuellen Album Ohne Chaos keine Lieder. Ein ziemlich genialer Titel, wie ich finde, über den man erstmal so ein bisschen nachdenken muss. Denn es ist ja tatsächlich so, ohne emotionales Chaos, also ohne die Hochs und Tiefs, könnte man ja gar nicht so tolle Lieder schreiben. Da würde ja der ganze Stoff fehlen. Aber eigentlich wollte Alexander Knappe ja Profifußballer werden, was viele vielleicht nicht wissen. Doch dann kam ihm ein Kreuzbandriss in die Quere und aus war der Traum. Ziemlich tragische Geschichte, aber umso schöner für uns, dass er jetzt die Musik zu seinem Beruf gemacht hat. Und das macht er ziemlich gut. Und das zeigt sich allein an der Tatsache, dass er für die international bekannte Band A-ha, die ja jetzt wieder zusammengefunden hat, auf deren Tour das Vorprogramm spielt. Ich glaube, wir werden noch ganz schön viel hören von diesem jungen Burschen. Sie zählt zu den besten weiblichen Schlagerstimmen, die unsere Republik zu bieten hat. Laura Wilde. Und diese Stimme kann sehr viel. Sanft, stark, lieblich, rockig oder eben auch wild. Mit ihrem letzten Album Echt gelang Laura Wilde ein absolutes Musikhighlight und damit stieg sie auch in die Top 100 Verkaufscharts ganz mühelos ein. Auch die daraus ausgekoppelte Single Blumen im Asphalt lief im Radio rauf und runter. Doch jetzt hat Laura Wilde ein neues Werk am Start, trägt den interessanten Titel Es ist nie zu spät und das ist unsere CD der Woche. Vor kurzem erst habe ich mich mit Laura Wilde getroffen und mit ihr natürlich über ihr neues Album gesprochen. Und deshalb kann ich bestätigen, dass der Albumtitel einhergeht mit ihrem Lebenscredo. Man soll für seine Träume kämpfen und darf nie aufgeben. 12 Titel sind drauf und daraus wurde bereits die Single Wolkenbruch im siebten Himmel ausgekoppelt. Wie ein eine tolle, rockige Schlagernummer, die bereits sehr erfolgreich ist und im Radio rauf und runter läuft. Es ist nie zu spät, das neue Album von Laura Wilde gibt es seit dem 19. Januar im Handel. Es gibt auch eine Deluxe Edition und was unsere Musikredaktion dazu sagt, das lesen Sie auf www.gutelaunetv.de. Hallo, wir sind Tom und Andi von Neon. Und wir schauen die Schlager-News bei Gute Laune TV. Erst im Herbst letzten Jahres hatten wir hier in den Schlager-News darüber berichtet, dass die Sängerin Beatrice Egli neben Maite Kelly als Synchronsprecherin im animierten Film My Little Pony der quirligen Prinzessin Skystar ihre Stimme lieh. Doch jetzt wird's noch besser, denn Beatrice Egli tritt wieder vor die Kamera und zwar diesmal richtig im Rahmen der Telenovela Sturm der Liebe. Und das ist eine Premiere für Beatrice Egli, denn diesmal ist sie nicht nur als Sängerin vor der Kamera, sondern richtig
richtig als Schauspielerin. Zu Gast am Fürstenhof spielt sie sich selbst und das Drehbuch macht es möglich, denn die Figur Christoph Saalfeld engagiert die Schweizer Sängerin als Hochzeitsüberraschung für seine Braut Alicia Lindberg. Denn zu einem Lied von Beatrice Egli haben die beiden zum ersten Mal gemeinsam getanzt. Ist das romantisch? Die speziellen 3 Folgen mit Beatrice Egli in Sturm der Liebe sehen Sie Anfang Februar. Auch 2018 gibt es wieder zahlreiche fantastische Events, die von Gute Laune TV präsentiert werden. Eines davon ist die Schlagernacht am Kalkberg am 5. Mai. Der Veranstalter holt die größten Schlagerstars der Szene nach Bad Segeberg in Schleswig-Holstein. Dort treten die Künstler auf der Freilichtbühne am Kalkberg auf dem Karl-May-Platz auf und sorgen für ein Mega-Event der Extraklasse. Im letzten Jahr feierten und sangen mehr als 7500 Fans am Kalkberg und ich bin mir sicher, dass 2018 das Publikum nicht zu stoppen sein wird. Also, der Kalkberg tanzt, tanzen Sie mit. Infos und Tickets finden Sie über die Seite www.kalkberg-events.de. Was macht der König von Mallorca in Oberkirchen? Mit Sicherheit singen. Dort hat ihn nämlich Olaf Hildebrand getroffen und uns sein Lieblingsfoto mit Jürgen Drews geschickt. Vielen Dank, lieber Olaf, für deinen Schlagerazzi, der präsentiert wird von schlager.de. Wenn auch Sie solch ein hübsches Foto zu Hause liegen haben, dürfen Sie das sehr gerne an schlagerazzi@gutelaunetv.de schicken. Neon, das ist ein neues, frisches Schlagerduo aus dem Ruhrpott. Dahinter stecken die beiden Jungs Tom und Andy. Die beiden lieben und leben Schlager. Kennengelernt haben sie sich über ihren gemeinsamen Job im Tonstudio und haben sie festgestellt, dass sie eigentlich ziemlich gut miteinander harmonieren. Seit 2013 machen sie jetzt gemeinsame Sache und wollen der Welt ein bisschen mehr Neon verleihen. Mein Kollege Benny Schnier hat die beiden Jungs beim Partyboot in Köln getroffen. Ich bin auch ganz zufrieden. Das ist ja bei uns oft so, dass wir quasi in unserem Stadium noch daran arbeiten, bekannt zu werden. Und wenn dann Leute uns so dankbar aufnehmen, dass sie auch bei unseren eigenen Songs dann so schön mitmachen. Wir haben also auch ein paar kleine Videos gemacht und so, die wir in unseren Tourtagebüchern dann einbauen. Und da bin ich schon ganz zufrieden, weil man richtig schön sieht, wie die Leute mitgehen und wie die Arme alle nach oben gehen und wie die alle feiern. Und ich hatte schon ein bisschen Angst, dass schief geht unter. Aber ich hatte auch kurz Sorge, aber ich habe glücklicherweise Schwimmwesten bereitgelegt. Insofern war alles gut. Ja. So, das komplette Interview mit Neon und meinem Kollegen Benny Schnier sehen Sie am 24. Januar in Schlager aktuell ab 20.15 Uhr. Wir kommen zur Auflösung unserer Quizfrage, die ich Ihnen anfangs gestellt hatte. Die lautete ja wie folgt. Wen bezeichnet die Sängerin Michelle in einem Lied als Idiot? Ich weiß ja jetzt nicht, ob Sie meinen kleinen Hinweis vom Anfang wahrgenommen haben, dass sie sich darauf einen Reim bilden können. Aber die Auflösung ist natürlich, dass Michelle Matthias Reim als Idioten in dem Lied Du Idiot bezeichnet. Die beiden waren ja mal zusammen und dieses Lied Du Idiot thematisiert eben deren beiden Beziehung, die zerbrochen ist, hat einfach nicht funktioniert, aus die Maus. Hier kommt der Clip-Ausschnitt als Beweis. Ich Liebe Zuschauer, das war's mit unserer Schlager-News-Ausgabe bis hierher. Ich danke Ihnen recht herzlich fürs Zuschauen und Ihre Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal auch wieder einschalten und verabschiede mich mit unserem Spruch der Woche, der da heißt: Also wer mich nicht mag,
der muss halt einfach noch ein bisschen an sich arbeiten. Servus!